Die neuen Chemikalien findet man nicht wie Sand am Meer. Und trotzdem brauchen wir sie wie Sand am Meer. Ja, es ist so, am Anfang brauchen wir 3 Chemikalien. Das ist jetzt Aceton, Wasserstoffperoxid, in beliebiger Menge. Also wir können 2-mal Aceton, 1-mal Wasserstoffperoxid holen beispielsweise. Und ja, damit haben schon viele Leute Probleme gehabt, diese 3 Chemikalien zu finden. Und jetzt hier die Einblendung. Vielen Dank an Jay Weezy, der hier dieses Bild bereitstellt. Da sehen wir, wie noch viel, 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 viel mehr von diesen Flaschen benötigt werden und auch andere Chemikalien. Das heißt, wir brauchen einen Weg langfristig, um zuverlässig diese Dinger zu finden, konsistent zu farmen, wenn es denn notwendig ist. Und deswegen jetzt meine Top 4 für die Fundorte dieser neuen Chemikalien. Fangen wir an mit dem Bonustipp. Ja, ganz komisch, Bonus kommt normalerweise am Ende, aber wir hauen es an den Anfang. Irgendwas mache ich verkehrt, glaube ich. Der Bonustipp, da geht es um die Aufträge. Könnt ihr auf die meisten Maps annehmen, und zwar die nuklearen Aufträge. Zuallererst nehmt ihr den Auftrag an, dann bekommt ihr diesen Detektor und dann müsst ihr die Zonen finden, wo das nukleare Material vergraben ist. In der Regel sind das dann 2 Orte und meistens 2 Fässer, wo ihr dann unter anderem auch nukleare Brennstäbe finden könnt, die ihr auch für einige Missionen braucht. Der Punkt ist jetzt, dass in diesen nuklearen Verstecken auch Chemikalien liegen können und entsprechend hier eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass man die Chemikalien finden kann. Das Problem ist, ich habe selber in meinen ganzen Runs weniger Erfolg gehabt in diesen Bereichen. Deswegen möchte ich das Ganze dann nur als Bonustipp nennen. Aber man darf nicht vergessen, in Season 4 wurden die Aufträge teilweise extrem genervt. Also ihr bekommt viel weniger Geld für das Erfüllen der Aufträge. Aber der nukleare Auftrag, der wurde gebufft. Das heißt, der bekommt mehr Geld. Ihr bekommt also hier einen guten Batzen Geld für das Erfüllen der Aufträge. Dann bekommt ihr die nuklearen Brennstäbe, die ihr auch noch verkaufen könnt. Da kriegt ihr also auch nochmal Geld. Also ist generell eine wirklich, wirklich gute Geldquelle. Für das Abschließen des Auftrags natürlich auch nochmal Kohle. Also es lohnt sich. Aber diese Chemikalien, ja, ich persönlich habe, wie gesagt, keinen Erfolg gehabt. Probiert es aber aus. Ich meine, man kann die Dinger gut mitnehmen. Auch am Anfang eine Runde, um Geld zu machen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Und ja, eine angenehme Geschichte. Es ist ja auch ziemlich easy. Meistens sind das abgelegene Bereiche, wo man seine Ruhe hat und farmen kann. Probiert es aus. Es ist ja so, dass generell in Fässern eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Chemikalien ist. Und deswegen, dadurch, dass das sozusagen Teil dieser Mission ist, haben wir halt nochmal erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und viele Zuschauer sagen, dass sie wirklich, wirklich guten Erfolg hatten. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt, ein paar Runden gehabt, wo ich einfach nicht gut gehittet habe, vielleicht keinen Streamer-Server anhatte. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, aber ich möchte auf jeden Fall diesen Tipp hier erwähnt halten. Also probiert es aus und guckt rein. Es ist etwas, was man unbedingt mitnehmen kann. So, jetzt auf Platz 4, einer meiner Lieblingsorte, und zwar der Koschei-Komplex. Und hier ist es so, dass allgemein eine erhöhte Wahrscheinlichkeit in den Verbandskästen ist. Aber insbesondere auch in einem Alpha-Cluster hat man nochmal eine sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit für Chemikalien. Das Ding ist, hier fühlt sich nicht jeder wohl, verstehe ich. Aber zumindest in den Eingangsbereichen, da einmal diese Verbandstaschen abzusuchen. Und hier sehen wir zum Beispiel das Cephalexin. Also hier das mitzunehmen und dann schnell in der Fabrik rauszugehen, ist relativ simpel und kann jeder machen. Also ein ganz, ganz guter Tipp, um Chemikalien zu farmen. Auf Platz 3 geht es jetzt etwas härter zur Sache, und zwar gehen wir auf Gebäude 21. Ja, das Grauen vieler Leute. Es ist auf jeden Fall eine harte Map, aber wir haben hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die Chemikalien zu finden. Und zwar liegen die frei rum, gerade im obersten Stockwerk. Da einfach mal gucken. Hier sehen wir zum Beispiel das Wasserstoffperoxid. Die Chemikalien liegen frei rum, können sich in Schränken befinden, in Kühlschränken, auf den Labortischen, auf den Laborliegen, in den Notfallköfferchen und so weiter und so fort. Wir schauen mal auf die Map und dann sehen wir hier einmal den Bereich zwischen A und D, da ist das Seitenlabor. Zwischen A und B haben wir das Biolabor, überall können die Chemikalien rumliegen. Dann haben wir das Hauptlabor in der Mitte und besonders interessant auch nochmal, zwischen B und C haben wir das Hospital. Und auch hier liegen erhöht diese Chemikalien rum. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Gegend, um Chemikalien zu finden. Aber natürlich wird dieser Bereich extrem bewacht von den starken Bots. Und das Ganze ist auch nochmal ein bisschen tricky mit den Ausgängen. Also wer sich einigermaßen sicher fühlt auf Gebäude 21, der soll auf jeden Fall hier farmen. Wir haben Berichte von Leuten, die gesagt haben, dass sie in einer Runde easy, sagen sie, 3 Chemikalien gefunden haben. Und tatsächlich ist es so, ich gehe einmal nach oben und gucke rein und ich finde direkt mindestens eine Chemikalie. Also es ist wirklich wahr, dass man hier wirklich gut Chemikalien findet. Aber es ist auch wirklich wahr, dass es eben nicht so easy ist. Deswegen nochmal 1-2 Eckdaten für euch, dass ihr ungefähr nochmal wisst, wie das Ganze funktioniert.
Und zwar ist das so, dass die Türen in die Laborbereiche oben nach 2 Minuten öffnen. Das heißt, ihr startet 13. Minute und bei der 11. Minute gehen oben die Sicherheitssperren auf. Das heißt, ihr könnt direkt nach oben gehen, beispielsweise im Treppenhaus warten und 11. Minute dann die Tür öffnen und die Laborbereiche abfarmen. Der nächste Zeitpunkt ist dann die 7. Minute. Die 7. Minute öffnet die Ausgänge. Das heißt, es wäre schlau, das so zu timen, dass ihr von der 11. bis zur 7. Minute die Bereiche oben abfarmt und dann zur 7. Minute rausgeht. Die Ausgänge erscheinen dann sozusagen durchsichtig durch die Wände und ihr rennt dann direkt zu einem Ausgang und extrahiert. Achtung, falls ein Team mit an Bord ist, was den Waffenkoffer macht, dann werden die höchstwahrscheinlich auch direkt den ersten Ausgang nehmen. Also hier ein bisschen auf die Commands hören, ob der Waffenkoffer, ob der eingebrochen wurde in die Armory, also in die Waffenkammer und jemand gerade zum Ausgang geht. Da sollte man vielleicht dann das Team vermeiden, gerade wenn man als Solo unterwegs ist. Also das könnte dann doch etwas schwieriger werden. Ansonsten ist es so, dass der nächste Zeitpunkt dann 4 Minute 30 ist. Da kommt der Velikan, also der Boss, auch nochmal mit Verstärkung. Und da wird es dann richtig heiß. Bei der 0. Minute ist ganz vorbei. Dann kommen Schildträger und das ganze Gedöns. Also Tipp, bis zur 5. Minute definitiv einen Abflug machen und die Chemikalien zu Hause genießen. Auf Platz 2 wird es jetzt super easy und zwar sind das die Krankenhäuser. Ja, die findet ihr auf Al-Masra, die charakteristischen blauen Gebäude. Meistens ist ein Vorgebäude dran. Sehen wir hier, da sehen wir auch nochmal Regale und Verbandstaschen, wo ihr reingucken könnt. Und diese Chemikalien liegen hier überall. Also das heißt, ihr könnt einmal in den Verbandskasten selber nachgucken, aber auch offener Loot, wie zum Beispiel in den Regalen, aber auch auf den Betten, auf dem Boden, auf dem Schreibtisch, wirklich überall. Also wichtig, dass man hier die Augen offen hält und auch mal mit eurem Cursor über das eine oder andere Item drüber fahrt. Weil tatsächlich ist es so, dass man einige Items gar nicht erkennt. Man denkt, oh, das ist doch ganz normales Aspirin oder eine Handcreme oder sonstiges. Und wenn man dann drüber geht, sieht man, oh, das ist Wasserstoffperoxid, Cephalexin, Aceton und wie sie alle heißen. Also da aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine wichtige Chemikalie liegen lässt. Das Schöne ist, dass man die Krankenhäuser gut ablaufen kann. Natürlich ist es etwas hochfrequentierter von gegnerischen Spielern ebenfalls abgelaufen. Also ich würde direkt zum ersten Krankenhaus rennen, was in der Nähe ist. Und dann vielleicht so Krankenhaus 2 angehen oder eben direkt übergehen zum nächsten Tipp, zum Top-Tipp. Denn da habe ich das Gefühl, dass diese Bereiche noch mit am wenigsten abgelaufen werden. So, und für den ersten Platz, da nehmen wir nochmal die Karte zur Hilfe. Und zwar ist das die Warzone Tactical Map. Link unten in der Beschreibung, wie immer. Und zwar seht ihr hier eingezeichnet die gelben Punkte. Das sind die Hidden Caches, also sozusagen die verbuddelten Fässer, die überall auf der Karte verteilt sind. Und was man jetzt schon sieht, ist, dass es einige Orte gibt, an der es erhöht diese Fässer gibt, zuhauf. Und zwar zum Beispiel an dieser Landebahn hier. Da haben wir 8 Fässer vergraben. Und man kann einfach reihumlaufen und sie abfarmen. Sehr, sehr, sehr leicht, diese Fässer zu finden. Und es gab noch die Oase. Ich weiß nicht, warum sie in dieser Version jetzt die Punkte geändert haben. Wurden die Fässer verändert? Guckt mal rein. Hier waren auch 8 Fässer. Also mit dem hier waren hier oben 3, hier 2 und hier in der Oase in der Mitte sozusagen. Auf dieser Sitzung war nochmal ein Fass plus ein Fass an der Straße hier unten. Also auch nochmal 8. Ich weiß nicht, ob das ein technischer Fehler ist oder ob die Fässer entfernt wurden oder ob die Karte gerade erneuert wird. Guckt da auf jeden Fall nochmal hin in der Oase. Das ist ein guter Tipp. Und generell, wenn ihr wisst, wo ihr persönlich gute Fässer findet, dann farmt die ab. Weil Fässer haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Chemikalien. Und besonders cool dabei ist, dass die Fässer auch nicht so oft abgelaufen werden. Also oft findet ihr Fässer, also meistens, die noch geschlossen sind, gerade in abgelegenen Bereichen. Und obwohl die Landebahn so gut abzulaufen ist, einfach im Kreis einmal drumherum rennen, ist es so, dass ich die bis jetzt immer voll angefunden habe. Also anscheinend scheint hier wirklich keiner hinzugehen. Wenn ihr jetzt noch GPUs braucht, hier das Video für unsere GPUs, die besten Fundorte dafür mit 100% Wahrscheinlichkeit und so weiter. Ihr kennt das Spiel, aber alle Fundorte, die wir kennen. Ansonsten, ich sage an dieser Stelle, hasta luego, viel Spaß beim Chemikalien finden und hasta la vista.